Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und heute wollen wir über ein Thema reden, das uns alle interessiert, nämlich die Gesundheit in der Welt. Viren kennen bekanntlich keine Grenzen und darüber wird in Genf vom 20. bis 28. Mai verhandelt, diskutiert. Und alle Staaten dieser Erde sind dazu eingeladen zur Weltgesundheitskonferenz der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Aber ein Staat der Welt ist ausgeladen und gar nicht erst eingeladen worden, obwohl sie früher mal dabei waren, das ist Taiwan. Taiwan ist nicht dabei und wir wollen heute darüber reden mit dem Vertreter Taiwans in Berlin, Professor Shi Wei Shi, richtig ausgesprochen? Richtig ausgesprochen. Ja? Und Erwan Rüttel, herzlich willkommen, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag und der CDU angehörig. Auch Ihnen beiden herzliches Willkommen. Und bevor wir uns unterhalten über den Weltgesundheitskongress in Genf vom 20. bis 28. Mai, sehen wir uns einen kurzen Film an über Taiwan, über dieses wirklich moderne und hochentwickelte Land, das an dieser Konferenz nicht teilnehmen darf. Warum nicht? Gleich. To seize the day, a ticking cloud is always behind, a restless my grabs to hide. Whole life you walk is trim lies, a little sick as I would just be. Wir haben gesehen, es ist ein hochmodernes Land, Taiwan, aber an der Weltgesundheitskonferenz darf es nicht teilnehmen. Und meine erste Frage geht an den Botschafter von Taiwan in Berlin, ja, Professor Shi Wei Shi. Ja. Warum nicht? Warum werden Sie nicht eingeladen als ein sehr modernes Land? Ja, dahinter steckt leider ein politischer Grund. Oder Anlass. China behauptet, dass Taiwan eine abtrünnige Provinz von China sei und alles geht nur Peking. In der Tat regiert Taiwan sich selber und China kann ja nichts dagegen machen, dass wir uns selber regiert.
Gesund heißt etymologisch sound und heißt vollständig. Wenn man krank ist, die Deutschen fragen, was fehlt ihnen? Also wenn Taiwan rausgelassen wird, dann fehlt ein sehr, sehr wichtiges Land. Und dieses Land heißt Taiwan. Sie haben ja früher mal daran teilgenommen, nicht? Ja, ja. Weltgesundheitskonferenz, ja, da gab es überhaupt keinen Einspruch. Eben, wir haben in den letzten 3 oder 4 Jahrzehnten immer dazu beigetragen, dass den Leuten zum Beispiel in der dritten Welt besser geht, gesundheitlich besser geht, indem wir regelmäßig, ständig unsere medizinische Mannschaft dahin geschickt, dort stationiert, Ärzte, Krankenschwestern, Medikamente und so weiter. Weil wir die Ansicht sind und glaube, dass jeder kennt das. Ein global die Krankheiten solchen bekämpfendes Netzwerk. Die Viren kennen keine Grenzen. Genau, da darf keine Lücken offen gelassen werden. Ja. Und man schadet, indem, wenn Taiwan draußen gelassen wird, dann nimmt die ganze Welt oder die WHO in Kauf, dass dieses Netz kaputt geht. Das kann ja keinem helfen, selbst den Chinesen nicht. Die Deutschen bekämpfen zurzeit ja Masern. Und in Westafrika, in Afrika bekämpft man ja Ebola. Da versucht man doch alle Register zu ziehen, um diese Seuche oder Krankheit zu bekämpfen. Also Sie sagen, Peking will das nicht und die Bundesregierung unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Auch abgebrochen, warum eigentlich nicht? Ja, die Bundesregierung steht zur Ein-China-Politik und das bringt also im Kontakt zu Taiwan uns bestimmte Herausforderungen. Dennoch sind wir der Meinung, dass also Gesundheit nicht zu teilen ist, dass, wie Sie sagen, Krankheit macht vor keiner Grenze Halt. Und deshalb brauchen wir, gerade wenn wir also uns dem Thema globale Gesundheit widmen wollen, brauchen wir eine flächendeckende Vernetzung. Taiwan ist ein moderner Staat, ist ein demokratischer Staat und hat ein exzellentes Gesundheitssystem. Und es wäre nicht nur wichtig für Taiwan an sich, sondern insgesamt für die Weltgemeinschaft, wenn Taiwan seine Erfahrungen bei der Versammlung, bei der WHA einbringen könnte in Genf. Und deshalb positionieren wir uns so, dass wir sagen, dass also Gesundheit in dem Sinne unteilbar ist. Wir brauchen eine globale, flächendeckende Verantwortung. Und da darf ein Land nicht ausgeschlossen werden. Was erwarten Sie denn, Herr Botschafter, von der Bundesregierung? Was kann die Bundesregierung überhaupt tun und was will sie überhaupt tun? Also wie Herr Riede gerade darauf hingewiesen hat, die Bundesregierung vertritt die Ansicht, dass Gesundheitswesen nicht zu teilen ist. Da muss er flächendeckend den Seuchen und Krankheiten begegnet werden. Das Problem ist ja, hier haben wir eine flächendeckende Verteidigung. Dort hatten wir eine grenzenübergreifende Attacke. Das Problem ist ja, leider nicht aus einer medizinischen Überlegung, sondern aus rein politisch manipulierten Anlass hat China sozusagen dahin gebracht, dass die ganze WHO leider sich dagegen wehrt, nämlich gegen die Mitwirkung von Taiwan. Wir haben im letzten Jahr, also seit 2013 bekämpft, versucht man die ganze Welt, die Ebola zu bekämpfen zum Beispiel. Ja? Und ich habe noch vor ein paar Tagen den Generalsekretär von WHO in Berlin erlebt. Er hat dass die Zuschauer aufgefordert, die ganze Welt aufgefordert, zu spenden, mitzuwirken und so weiter. Und stellen Sie sich vor, Taiwan hat in den letzten Monaten sich immer darum bemüht, nämlich, dass wir spenden dürfen. Wir haben klipp und klar gesagt Richtung WHO, dass wir 1 Million US-Dollar spenden möchten, um gemeinsam an der Bekämpfung des Ebola zu bekämpfen. Geld wurde nicht angenommen? Das Geld wurde nicht angenommen mit der Begründung, China will es nicht. Also die Frage an Sie als Bundestagsabgeordneter und Politiker,
Was erwartet man denn von der Bundesregierung? Können sie Einwirkung nehmen, die Bundesregierung, und dafür sorgen oder zumindest die Bitte vortragen, Taiwan möge doch wieder teilnehmen? Ist das im Interesse der Bundesregierung? Also im Interesse der Bundesregierung, also ich bin ja Vertreter des Bundestages und kann jetzt nicht für die Bundesregierung sprechen, aber ich weiß, dass also Gesundheitsminister Kröhe in der Vergangenheit und auch jetzt Gesundheitsminister Jens Spahn sich so positioniert haben, dass also es keine, dass also wir eine flächendeckende Abdeckung brauchen der Interessen, die bei der WHA vertreten werden, dass da niemand ausgegrenzt werden darf. Und ich hoffe, dass das also eine gewisse Wirkung entfaltet und dass zumindest der Beobachterstatus dann erreicht wird, weil ich denke, es wären sicherlich zwei Schritte zu gehen, um also vollwertig an der Versammlung teilnehmen zu können. Aber es wäre schon ein guter Zwischenschritt für Taiwan und auch für die Weltgesundheit, wenn also zumindest die Erfahrung eingebracht werden kann, also Taiwan seine Erfahrungen einbringen kann und auch wiederum Erfahrungen aus dieser Konferenz mit nach Taiwan nehmen kann, wenn man als Beobachter dabei ist. Also ich glaube, dass also der Grundsatz, dass also Krankheit vor keinen Grenzen Halt macht, dass dieser Grundsatz und das lückenlos eine Teilnahme an der Versammlung aller Länder möglich sein muss, diese Haltung wird auch von der Bundesregierung getragen. Das ist ja zumindest mal gut zu hören. Ja, also ich würde sagen, wir erfahren jetzt eine Grenzsituation. Wir machen jetzt Grenzerfahrungen, wobei China von vorherein das alles blockiert. Und die ganze Welt leidet darunter. Was Deutschland anbelangt, wie Herr Rieder schon gesagt hat, Deutschland gehört zu den Ländern, von denen wir sprechen, Gleichgesinnte oder Like-Minded auf Englisch. Deutschland hat im Vergleich mit vielen anderen Ländern, auch EU-Ländern, gehört zu den Mutigsten. Die haben durch der Ex-Gesundheitsminister Herrn Kröhe und Herrn Spahn im letzten Jahr, ich gehe davon aus, dass sie sich ja genauso auch gekündigt wird, dass Deutschland die Mitwirkung von Taiwan wenigstens in seinem Status als Beobachter, nicht von der WHO, das wäre das ganze Jahr und die Organisation, für diese Woche. Für eine Woche Beobachter, damit Taiwan unseren Fachleute, unseren Gesundheitsminister dahin schicken können, dass dann so sich austauschen können, damit man A, die wichtigen Zugänge zu den Informationen erlangen kann, B, dass wir in der Lage sind zu sagen, in welchen Gebieten, und da ist Taiwan eigentlich gut, wie wir dazu beitragen können. Ja, dass nicht mal für diese eine Woche den Zugang für Taiwan zugelassen wird, das ist wirklich das Unglaublichste. Ja. Gibt es denn ein Beispiel dafür, dass es irgendwo zu Schäden kam, weil Taiwan ausgeschlossen war? Ja, im Jahr 2003, das war dieser SARS, das war bis jetzt das markantes Beispiel. In China, im Südchina ist SARS, diese Seuche, ausgebrochen. Und China hat die Informationen blockiert. Und als endlich die Krankheiten über die Grenze hinübergegangen sind, nach Vietnam, nach Taiwan, nach Hongkong und so weiter, da hat WHO sich entschieden, eine Mannschaft, eine Ärztemannschaft nach Taiwan zu schicken. Und wissen Sie, was passiert? China hat WHO gedroht. Schick keine Mannschaft oder keine medizinische Mannschaft nach Taiwan, es sei denn, ihr habt unsere Genehmigung. WHO hat es dann, anfangs hat es dann gehorcht und am Ende fand es es nicht anzunehmen. Und da hat dann eine erste Mannschaft nach Taiwan geschickt. Aber dadurch wurde alles in Verzug geraten. Und mehr als 30 Menschen leben in Taiwan, sind drauf gegangen. Nur weil China von Peking aus gesagt hat, keine ärztliche Mannschaft kann davon von WHO nach Taiwan geschickt werden, ohne die Genehmigung von Peking. Und darum geht ja der politische Kampf in diesen Tagen, nämlich um die
Teilnahme von Taiwan, zumindest als Beobachter, ja, an der Konferenz der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Die beginnt am 20. Mai, also in wenigen Tagen, und dauert bis zum 28. Mai. Wir machen eine kurze Werbepause und sind dann wieder bei Ihnen, um über dieses Problem zu reden. Bis gleich.